Hi Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier exklusiv auf meinem Kanal. In der heutigen Folge werden wir das Thema Dorfbewohner beackern bzw. beleuchten von allen Seiten. Wir werden durchsprechen, wie viel Nahrung wir am Anfang brauchen, denn ja, wir sollten schon in der ersten Jahreszeit ein Riesenfeld anlegen, um die Bedürfnisse der Bewohner zu stillen. Ich werde explizit auf alle Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Dann werden wir das Thema Arbeit zuweisen. Wie kann ich meine Bewohner Arbeit zuweisen? Was für Stärken und Schwächen haben sie? Wie finde ich die heraus? Und so weiter. Das werden wir bearbeiten. Und viele nützliche Tipps dabei werde ich euch auch noch an die Hand geben. Viel Spaß beim Gucken dieses Videos und ich sage bis gleich. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir verplempern keine Zeit, legen direkt los. Und zwar ist das Allerwichtigste am Anfang, erstmal eine Infrastruktur hochzuziehen. Sonst nützt euch nichts, die Bewohner einziehen zu lassen, wenn ihr noch keine Fressalien habt. Ich habe ja mal was vorbereitet. Und zwar habe ich da schon mal ein bisschen vorgebaut. Das hatten wir vorher schon bis zur Werkstatt. Jetzt haben wir hier das Nahrungslager. Das ist sehr wichtig, dass wir das auf jeden Fall errichten. Da holen sich die Leute ihre Nahrung raus, die ihr bereitstellt. Das bauen wir einmal kurz fertig. Zack. Also das Nahrungslager als allererstes. Dann die Schmiede, die ist halt wichtig für euch. Ne? Ihr könnt euch da Materialien herstellen. Muss jetzt nicht unbedingt sein für die Leute. Hier könnt ihr verschiedene Werkzeuge herstellen, später auch aus Kupfer und so weiter. Je nachdem, was ihr freischaltet, könnt ihr Barren brennen. Die Höhlen kann ich euch mal im nächsten Video zeigen. Dann gehen wir mal in die Höhlen. Hier könnt ihr noch Werkzeuge craften und so weiter. So, dann die Scheune. Die Scheune ist für mich auf jeden Fall wichtig, weil ich sofort Landwirtschaft betreiben möchte. Was bedeutet, dass meine Bewohner hier einziehen werden, beziehungsweise arbeiten werden, sorry. So, wir lassen 4 Leute einziehen, also brauchen wir 2 Häuser. Weil 2 Männer kann man nicht zusammenpacken und 2 Frauen auch nicht. Man wird jetzt denken, okay, hier sind 3 Plätze eigentlich oder 2 Plätze, aber das ist nicht der Fall, dass dann irgendwie die Leute sich wie Gastarbeiter zusammenfärchen, sondern nur ein Mann und eine Frau können in ein Wohnhaus einziehen. Auf das Wohnhaus gehen wir gleich nochmal expliziter ein, was man da noch so alles machen kann. Genau, dann stehen erstmal die Sachen. Was für mich relativ wichtig ist, ist, es ist super nervig, diese Steine zu sammeln, die kleinen Steine auf dem Boden als Verbrauchsgut. Oh, hier habe ich noch eine Wand vergessen, da müssen wir mehrmals drauf kloppen. Und zwar ist das hier der Grabungsschuppen. Der ist für mich relativ wichtig, weil ich kann hier Aufträge geben, wenn ich hier Bewohner einziehen lasse, dass die mir Steine sammeln. Und auch andere Materialien, wo wir die Häuser hinterher mit verputzen können. Aber dazu später näher. So, jetzt laufen wir mal und fangen direkt dran, Dorfbewohner zu rekrutieren. Das werde ich natürlich schneiden, weil es relativ weit zu dem Dorf ist. Also bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt im ersten Dorf angekommen. Hier sitzen schon mal 3 Figuren rum. Die sitzen meistens hier an der Feuerstelle. Hier kann man sehen, da ist ein kleines Icon, dass die Person auf jeden Fall ein neues Dorf sucht. Brauchen wir nicht ansprechen. Man kann auch hierüber die Stärken herausfinden, wenn man auf Unterhaltung geht. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Worin bist du besonders begabt und so weiter, aber das ist Quatsch, wir machen das völlig anders und zwar mit einem genialen Trick. Wir haben ja diese Sicht, genau, gehen dann auf die Person und da oben seht ihr so kleine Icons, die kann ich euch jetzt mal im Detail erklären. So, dann erkläre ich euch mal die Fähigkeiten der Bewohner und zwar, wie gesagt, scannen wir die einfach ein und sehen dann, welche Fähigkeiten sie haben. Also dieses erste Icon ist immer Gewinnung. Ne, das zweite ist Jagd, das dritte ist Landwirtschaft, das vierte ist Diplomatie, das fünfte ist Überleben und das sechste ist Produktion. Jetzt können wir uns genau anschauen, was bedeutet das denn? So, Gewinnung, der könnte gut am Brunnen arbeiten, am Grabeschuppen, da können wir zum Beispiel Steine gewinnen und verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Kalk, damit können wir unsere Häuser verputzen und den Dämmwert steigern.
Genau, dann haben wir den Holzschuppen, das ist sozusagen der Holzfäller, da können wir Stämme bekommen und Bretter kann der bearbeiten. Umso höher der Wert, umso besser ist er halt dann in dieser Kategorie. Und der Kräuterschuppen, hier können wir Kräuter sammeln lassen. Das gibt verschiedene Tränke, die euch gut nutzen und helfen können. Also das ist, wenn er die Gewinnung sehr viel hat oder sie, dann kann man den hier reinpacken. Bei der Jagd ist es so, dass man den in die Fischhütte packen kann und in die Jagdhütte packen kann. So, da haben die dann gute Voraussetzungen, da viel zu erwirtschaften. Dann haben wir die Landwirtschaft, den können wir in die Scheune packen. Da können wir einmal einen Scheunenknecht auswählen, der alles in der Scheune bearbeitet oder halt auf dem Feld, ne? Die übernehmen wirklich komplett alles, das Grubbern, das Säen, das Ernten, und bestellen die Felder für euch. Das ist richtig klasse. Genau, dann haben wir die Tierhaltung. Ich habe jetzt hier erstmal einen Schweinestall, dann bewirtschaften die halt die ganzen Stallungen. So, und dann haben wir die Produktion. Produktion, die können gut in der Küche arbeiten, in der Näherei, in der Schmiede und in der Werkstatt. Die können euch Sachen herstellen. In der Küche können sie natürlich sich selber mit Nahrung versorgen. Das heißt, ein Dorfbewohner, wenn ihr genügend Materialien da habt, deswegen sage ich auch Landwirtschaft auf jeden Fall direkt am Anfang, damit ihr Mohrrüben und Kohlköpfe und so weiter habt, dann könnt ihr Kohlensuppen machen. Dann habt ihr schon mal den Nahrungsbedarf locker gedeckt. Also das ist wirklich easy peasy. Genau, das sind die Fähigkeiten, darauf müssen wir achten, was wollen wir haben und danach rekrutieren wir halt die Dorfbewohner. Genau. So, ihr habt es natürlich gemerkt, das war ein kleiner Einspieler, den ich da gemacht habe, auf meinen anderen Spielstand, um das einmal zu erläutern. Genau, jetzt schauen wir uns die gute Dame an und sehen da, alles klar, sie wäre eine gute Bogenschützin, auch eine gute Diplomatin, angeln kann sie auch gut. Eigentlich ist die eine super Partie, die werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt gehen wir, ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Großartig, sie läuft jetzt los und geht dahin. So, dann schauen wir uns den nächsten Kameraden an. Das sieht doch auch ganz gut aus, brauchen wir zum Abbauen. Jetzt haben wir einen Mann und eine Frau, sehr schön. Erstmal anschauen, was du kannst. Die ist ja auch super, sehr ausgeglichen, alles zwei. Das ist prima, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt haben wir drei Bewohner rekrutiert. Und jetzt machen wir weiter. Ich werde das wieder schneiden, dass wir wieder bei uns in unserem Dorf sind. Also bis gleich. So, bevor unsere Bewohner jetzt hier ankommen und ihr neues Domizil beziehen können, müssen wir das erstmal zuweisen. Wir gehen jetzt hier das erste Mal ins Menü, gehen auf Verwaltung. Das sind unsere ganzen Bewohnerverwaltungen. Jetzt sehe ich hier, wir haben hier drei Personen, die haben aber noch kein Haus, nichts zu essen, nichts zu trinken. Das ist natürlich schlecht. So. Sie können wir jetzt, da sehen wir jetzt auf der rechten Seite, leerer Slot, Haus zuweisen. Das machen wir jetzt, einfaches Haus, bestätigen das, ja. Prima. Jetzt können wir da einen Mann zufügen in das gleiche Haus, die werden dann ein Paar werden. Einfaches Haus, packen wir auch da rein. Und zu guter Letzt haben wir ja noch eine Frau rekrutiert, die packen wir in das andere einfache Haus, was noch übrig ist. Und fertig ist die erste Nummer. Dann müssen wir stark auf die Stimmung der Bewohner achten. Die sehen wir immer da. Wir haben jetzt da minus 3, minus 4, minus 4. Warum? Wir haben noch keine Nahrung. So, das werden wir jetzt alles in die Wege leiten. So, dann gehen wir in unser Lebensmittellager rein. Hier haben wir eine Truhe, da können wir unsere ganzen Brocken reinwerfen, die die guten Leute essen sollen. Wir können jetzt hier zum Beispiel erstmal 8 Fleisch reinpacken. Kohl packen wir da rein. Ja, den Pilz können wir auch da reinpacken. Der ist zwar giftig, aber das macht ja nichts, weil ich euch gleich einen Trick zeigen werde. Das Fleisch können wir gleich durchbraten. Und wir packen da mal ein bisschen Wasser rein. So, bevor ihr jetzt die Bewohner hier einziehen lässt, und wir sind ja gerade in der Speisekammer, werden wir mal kurz das besprechen mit der Speisekammer. Und zwar habt ihr da oben Reiter, hier könnt ihr weitergehen. Und wenn ihr ganz nach rechts geht, dann könnt ihr Einstellungen für die Bedürfnisse der Bewohner, könnt ihr auf Essbares gehen und hier könnt ihr Lebensmittel auswählen, die die Bewohner essen sollen und die sie nicht essen sollen. Das ist sehr wichtig,
weil sie sich sonst auch vergiftete Pilze reinziehen, zum Beispiel euch den Kohl wegessen, der ja eine Zutat ist, um etwas herzustellen, Kohlsuppe zum Beispiel. Das sollen sie nicht essen. Sie sollen mir nicht die Eier wegessen, auch nicht die Karotten pur. Trockenfleisch können sie natürlich haben, trinken von mir aus auch, aber alle Zutaten nehme ich hier erstmal raus. Das können wir noch drin lassen. Das können sie auch alles essen. So, jetzt geht das hier mit den Pilzen los. Der ist schon mal giftig, den sollten sie nicht essen. Und dann haben wir auch sowas wie Verdorbenes. Das sollten sie natürlich auch nicht essen, unreife Beeren auch nicht. Das stellen wir alles aus, dann haben wir da keine Probleme, dass sie sich hier selbst vergiften oder euch die Lebensmittel wegmampfen. Weil es kann passieren, dass zum Beispiel mal Kohlsuppe aus ist und dann essen die einfach den Kohl pur und das ist halt sehr ärgerlich, weil ihr das mit viel Zeit und Mühe erzeugt habt. Also auf jeden Fall ausstellen. So. Als nächstes gehen wir einmal hier ins Lager rein. Hier könnt ihr die Sachen reinpacken, die die Bewohner benutzen sollen. Also die brauchen halt verschiedenste Werkzeuge, um ihre Arbeit auszuführen. Im Holzschuppen brauchen sie eine Axt, im Grabungsschuppen brauchen sie eine Spitzhacke, in der Schmiede einen Hammer, in dem Pferch eine Schere, also zum Scheren, in der Tierhaltung sozusagen. In der Jagdhütte brauchen sie Messer, also kein Bogen, nur ein Messer. Und in der Fischhütte brauchen sie diesen Angelspeer und ein Messer. Und das könnt ihr alles hier reinpacken, damit die ihre Arbeit ausführen können. Das ist halt auch schnell hergestellt. Zack, zum Beispiel Messer brauchen wir immer einige. Ja gut, 30 sind zu viele. Sagen wir mal 15 Messer. Die Messer packen wir dann hier rein und die Leute nehmen sich die selbstständig raus, wenn sie ihre Arbeit aufnehmen. Genau, jetzt können wir hier das Messer reinpacken, gehen da oben auf unsere Werkzeuge, wählen uns die Messer aus, die wir hier gerade produziert haben und packen die erstmal hier rein. Des Weiteren werden alle Ressourcen, die die Leute eures Dorfes erwirtschaften, hier in die Kiste gepackt. Also hier könnt ihr euch die mal rausnehmen. Was brauchen wir noch? Auf jeden Fall werden wir den Grabungsschuppen bestücken. Ja, das ist ein bisschen viel, sagen wir mal 5 Stück. So, der ist jetzt fertig, dann packen wir das auch mal da rein. Da haben wir sie, zack, rein damit. So, was die Leute auch brauchen, fällt mir gerade ein, sehr wichtig, ist immer Feuerholz. Das brauchen die zu jeder Jahreszeit, also auch im Hochsommer und Sommer. Holz brauchen die einfach durchgehend. Also müsst ihr hier aber Feuerholz reinpacken. 16 Feuerholz packen wir hier rein. Dann können wir hier vielleicht noch was zu trinken reinpacken. Der Eimer ist aber leer. Eimer auswählen, Eimer füllen, weil wir haben jetzt noch keinen Brunnen gebaut. Das werden wir aber auf jeden Fall machen. Genau. Dann haben die auf jeden Fall schon mal genug zu trinken. Wir gucken, haben wir noch mehr Fressalien für die guten Leute. Den können wir jetzt auch da reinpacken. Das Fleisch garen wir einmal durch, würde ich sagen. Dann sagen, wir braten uns schon mal hier 20 Fleisch durch. Zack, wählen da oben Essen aus und können das Fleisch jetzt hier reinpacken. So, jetzt können wir sehen, dass die Bedürfnisse unserer Bewohner steigen. Ihr seht das mit dem grünen Pfeil bei der Stimmung, das ist sehr gut. Werkzeuge packen wir gleich rein, wenn ich euch gezeigt habe, wie man die Arbeit zuweist. Das machen wir jetzt einmal. Und zwar ist das wieder der Reiter Verwaltung natürlich, weil alles über die Verwaltung läuft. Dann können wir hier drauf gehen und sehen jetzt hier die verschiedenen Sachen, die die machen könnten. Ups. Die machen könnten Grabungsschuppen, dann sieht man hier Jagdhütte und so weiter. Wir werden auf jeden Fall den Grabungsschuppen einmal bestücken. Dafür brauchen wir, sehen wir jetzt auf der rechten Seite, eine Spitzhacke und Schaufel müssen wir dann reinpacken, um die verschiedenen Materialien abzubauen, gehen auf den leeren Slot und sehen jetzt hier in grün hinterlegt, dass diese Abbau,
die Abbaufertigkeit gut ausgeprägt ist bei ihm hier. Den werden wir auch verwenden dafür, würde ich sagen. Genau, der gute Herr ist jetzt hier zugewiesen in der Grabehütte. Jetzt gehen wir rechts auf die rechte Seite. Oben sind nämlich auch noch Reiter. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen. Hier können wir jetzt auch hin und her gehen, wenn wir den zugewiesen haben. Können dann jetzt einen weitergehen und sehen jetzt da unten Pluszeichen. Genau, Steine, Ton, Kalk und Stroh. Und ich kann jetzt hier 100% vergeben, was der gute Herr sammeln soll. Ich sage zum Beispiel, Steine brauchen wir sehr viel. Dann werde ich den größten Teil auf jeden Fall Steine sagen. Sagen wir mal 70% Steine. Und ja, vielleicht 15% nur Kalkstein, der Rest Steine. Die restlichen Materialien brauchen wir am Anfang noch nicht. Genau, dann haben wir jetzt die Arbeit zugewiesen bei dem guten Herrn. Der wird sie auch dann direkt aufnehmen. Jetzt gucken wir uns das nächste an, nochmal in Ruhe, damit ihr es nochmal richtig seht. Wir wollen auf jeden Fall in die Küche wollen wir noch jemanden reinpacken und das ist unter Produktion. Gehe jetzt hier auf die Küche drauf, leeren Slot zuweisen. Sehe jetzt hier, sie hat die Fähigkeit 2, sie hat sogar die Fähigkeit 3. So, dann nehmen wir natürlich die Fähigkeit 3. Koch, genau. Gehen wieder oben auf dem Reiter einen rechts rüber und können jetzt sagen, was sie machen soll. Sie soll Fleisch durchbraten. Okay, da steht jetzt kein Material. Ist ja auch klar. Haben wir auch nichts reingepackt. Trotzdem machen wir jetzt hier Fleisch durchbraten. Normales Fleisch. Das werden wir jetzt mal auf 50% setzen. Dass die erstmal Lebensmittel haben. Das haben wir alles noch nicht. Kohlsuppe würde sogar vielleicht auch gehen. Wenn wir ein paar Holzschalen gleich reinpacken. So, 20% das. Ja, ich glaube, den Rest machen wir dann auf Fleisch. Die soll einfach am Anfang erstmal viel Fleisch durchbraten, dass sie genügend zu essen haben und wir natürlich auch. Genau. Dann hier, sie braucht zum Beispiel gar kein Material dafür. So, dann weisen wir den nächsten zu. Was wollten wir denn noch machen? Küche haben wir jetzt. Jagd, genau, ganz wichtig. Ich hoffe, dass der jetzt noch eine gute Jagdfähigkeit hat. Wir gehen wieder auf den leeren Slot. Jetzt sehen wir hier Bergmann und Koch haben wir schon. Okay, das ist eine 2. Das ist sehr gut. Gehen jetzt hier auf den Jäger wieder einen rüber und sagen Fleisch produzieren. Weil die in der Küche möchte ja Fleisch braten. Also produzieren wir hier reichlich Fleisch. Der soll halt auf die Jagd gehen. Ja, das können wir ruhig mal hier 70% machen, damit sich das alles trägt. Ja, 70. Auf der PlayStation ist Minus wieder machen, ist Viereck und Plus ist X. Genau, dann sagen wir Leder, das können wir nämlich sehr gut verkaufen auch. So, Federn für den Bogen muss nicht sein. Trockenfleisch kann sie dann auch herstellen etwas. Und das lagern die dann auch automatisch ein. Jetzt haben wir hier drei Arbeiten zugewiesen. Genau, so macht man das und dann fangen die auch an zu schackern. Die kommen jetzt erstmal in Ruhe an. Wir gucken nochmal die Bedürfnisse. Das steigt alles, das ist in Ordnung. So, als nächstes wollte ich euch ein paar Infos an der Hand geben. Und zwar Nahrungsmittelsperren, habe ich schon gesagt. Frauen, wenn die jetzt hier in den Häusern sind, dann nach 9 Monaten sind die schwanger. Und fallen dann aus, weil ich ja gesagt habe, in der Hütte immer ein Mann, eine Frau. Ein Bedürfnis von denen ist zum Beispiel auch schwanger zu werden, beziehungsweise eine Familie zu gründen und dann fallen die aus. Also nach 9 Monaten wird das Kind geboren und dann gehen die 2 Jahre lang im Mutterschutz und dann können Frauen nicht, also arbeiten dann nicht mehr. Und ihr müsst halt die Männer hier mal malochen lassen in eurem Dorf. Genau, dann die Häuserdämmung mit der Zufriedenheit. Wenn ihr die richtig hochschrauben wollt, dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt das hier wieder abreißen auf der PlayStation mit L2. Könnt sagen, zerstören zum Beispiel das Dach und hier eine Wand wegkloppen. Wir machen jetzt nur das Dach mal, um das zu versinnbildlichen. Geht dann hier wieder drauf und könnt jetzt sagen, verschiedene Materialien, zum Beispiel ein Holzdach oder Dach mit Holzschindeln machen. Holzdach ist immer so am einfachsten. Genau, jetzt haben wir natürlich keine Materialien dafür.
So Leute, in der Zwischenzeit habe ich hier diesen Holzschuppen errichtet. Hier könnt ihr dran gehen und könnt da Bretter herstellen. Des Weiteren ist dieser Holzschuppen, kann mit Arbeitern besetzt werden, damit die Holz aus dem Wald holen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ihr müsst halt nicht mehr selber Holz hacken, könnt ihn halt als Holzfäller einstellen und habt dann einen großen Vorrat an Holz. Das ist natürlich immer ratsam, weil in dieser Bauphase braucht man unfassbar viel Holz. So, jetzt werten wir mal kurz diese Ecke hier auf, sagen wir bearbeiten, wir wollen gerne ein Holzdach haben. In Ordnung, dann können wir das jetzt hier aus Holz bauen. Zack, jetzt ist das Holz auf, das Dach aufgewertet. Wir können das selber auch mit den Wänden machen, können die aus Stein zum Beispiel machen. Und so werten wir nach und nach unsere ganzen Hütten auf, können die dann noch mit Kalk verputzen. Und dann ist die Dämmung besser, die brauchen weniger Brennmaterial und ja, sind einfach zufrieden. Ne? Die Zufriedenheit steigt dann einfach. Jetzt müssen wir nochmal, weil wir das Haus kaputt gemacht haben, nochmal zuweisen. Wir sagen einfaches Haus, ja. Die Gute zieht mit ihm hier zusammen. Einfaches Haus. Und die beiden. Zack. Schon haben wir zwei Paare gebildet, da oben verschwindet das jetzt. Genau, dann kann ich euch das noch erklären. Oben die Zeichen, die da jetzt sind, ist die Smileys, Entschuldigung, weil sowieso welche traurig sind. Das steigt ja jetzt gleich alles wieder, wenn die ganzen Materialien da sind. Ihr seht schon, da sind überall im grünen Bereich. Das steigt jetzt nach oben, das ist gar kein Problem, das geht relativ schnell. Und ein weiter ist, dass in dem Fertigungsprozess diese Automatisierung, die wir hier gemacht haben, dass da ein Problem entstanden ist. Das können wir folgendermaßen gucken. Hier sehen wir, im Grabungsschuppen haben wir einen zugewiesen, da ist kein Problem vorhanden. Beim Jäger auch nicht. Landwirtschaft haben wir keinen zugewiesen. In der Küche ist ein Problem. Da fehlen wohl Materialien. Genau, keine Materialien und das zeigt er mir jetzt an. Aber unsere Jägerin muss ja auch erstmal los und jagen und dann wird sich das da oben auch erledigen. Dann wird das weg sein. Jetzt kann ich euch auf jeden Fall noch ein paar Tipps am Rande geben. Bewohner können zum Beispiel auch an Level aufsteigen. Ihr könnt einen, der jetzt keine große Fähigkeit beim Kochen zum Beispiel hat oder beim Jagen oder so weiter, können die auch an Level aufsteigen. Genau, wir gehen einmal da drauf, dann sehen wir hier Gewinnung, Jagen, bla bla bla. Wenn ich die jetzt die ganze Zeit auf Jagen habe, dann kriege ich irgendwann die Stufe 3 auf Jagen. Und so könnt ihr auch theoretisch alles Mögliche. Sie hat jetzt nur im Überleben ein. Wir können das die ganze Zeit leveln und dann geht das halt höher. Also spielt das eigentlich keine Rolle, wo ihr die reinpackt. Aber wenn ihr direkt eine effiziente Arbeit haben wollt, dann solltet ihr am Anfang schon hohe Punkte haben in dem Bereich. Weil die halt dann viel langsamer arbeiten und auch schlechter in dem Bereich. Es dauert halt lange, bis die das schaffen. Dann zur Stimmung der Bewohner. Die können bis minus 100 haben. Minus 100 würden sie das Dorf verlassen. Und bis plus 100, das steigert halt die Effizienz, umso mehr sie im Plus sind, logischerweise. Das kriegen wir hin, indem wir ordentlich verschiedene Nahrungen am Start haben. Wasser brauchen wir auf jeden Fall immer. Ein Dach über dem Kopf und das gut ausgebaut. Genau die Ausbaustufen des Hauses halt hochpushen. Verfügbares Brennholz sollte immer da sein und Familie und Nachwuchs müssen wir gewährleisten. Das haben wir ja hier ein Mann, eine Frau. Wenn ich jetzt hier nur eine Frau reinpacke, wird die etwas trauriger sein als sonst. Genau. Jetzt kann ich euch noch ein paar Tipps am Rande einfach geben. Wenn ihr in die Einstellungen geht, also erstmal Spieleinstellungen anpassen, könnt ihr hier zum Beispiel hier schnelles Handwerken machen, weil wenn ihr mal 50 Fleisch durchgebraten habt, das dauert einfach in Echtzeit, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten. Das ist super nervig, weil ihr nur auf diese Animation guckt. Wenn ihr schnelles Handwerken macht, dann wird ihr das nur einmal durchziehen. Also 50 Fleisch mit in 10 Sekunden einmal diesen Kreis voll machen und dann habt ihr die fertig. Das geht mit allen Sachen, die ihr herstellen wollt. Des Weiteren könnt ihr hier unbegrenzt viel tragen machen. Ich weiß, manche sagen, ist ein bisschen cheaten oder so. Ich genieße es einfach. Also es macht für mich keinen Sinn, dass ich nur 50 Kilo tragen kann.
Ich kann dann 2, 3, 4, 5 Stämme aus dem Wald holen, so kann ich richtig Holz machen, kann das hier hinpacken. Und ich habe das Spiel nicht blitzschnell durch. Also ich spiele jetzt schon seit einigen Wochen und ich bin immer noch am Anfang. Also ich mache das so, mir ist das egal. Dann könnt ihr auf Einstellungen und Steuerung gehen, weil ich habe richtige Daumenschmerzen gehabt, wo ich 4 Stunden am Stück einfach nur gesprintet bin. Das ist ja auf den Stick drücken. Genau, dann könnt ihr Steuerungs. Ne, was war das? Genau, Sprinttyp. Hier könnt ihr sagen, halten. Das ist halt, dass ihr die ganze Zeit den Stick reindrückt und das wird richtig Schmerzen auslösen. Oder ihr sagt umschalten. Das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich einfach zweimal kurz hintereinander auf den Stick drücken. Dann läuft er langsam los und nochmal drücken. Dann läuft er schnell. Und ich muss jetzt nur noch lenken mit dem rechten Stick. Brauche die linke Hand überhaupt gar nicht mehr verwenden. Das ist sehr, sehr angenehm, weil wir richtig Schmerzen bekommen haben. Meine Crew, Ralf, Tristan und ich hier, als wir gezockt haben. Ich denke mal, der gute Herr ist jetzt schon eingetroffen in unserem Dorf. Dann können wir ihm jetzt auch Arbeit zuweisen. Und zwar ist das hier der Einzige, der noch keine Arbeit hat. Was machen wir denn? Der muss auf jeden Fall Holzfäller werden. Koste es, was es wolle. Holzschuppen, genau, da gehen wir jetzt drauf. Holzfäller. Soße. Unser Holzfäller. Zack. Genau, da müssen wir ja einmal aufs Holzfällerlager gehen. Wo war das? Bei Gewinnung war das. Holzschuppen. Okay. Dann gehen wir hier drauf. Zack, dann packen wir in den Schuppen rein, gehen dann hier oben hin und sagen jetzt Stämme. Wir brauchen Stämme. Müssen gleich noch ein paar Äxte reinpacken, damit er arbeiten kann. Ich glaube, wir werden 90% Stämme sagen. Oder 85 und 15% Brennholz, denke ich mal. So. Das ist gut so. Jetzt packen wir noch eben Äxte ins Lager. Ich hoffe, wir können noch welche bauen. Ja, können wir. 3 Stück. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass der Holzfäller zum Beispiel in den Wald geht, wenn ihr hier so Waldstücke um euch rum lassen wollt und nicht alles wegholzen wollt. Das ist nur eine Animation, der fällt nicht wirklich Bäume, aber wird hier Sachen einlagern, auf jeden Fall, Stämme und so weiter. So, jetzt wählen wir hier unsere Äxte aus, die wir gecraftet haben. Wo sind sie? Da sind sie. 7 Stück haben wir. Ja, ich glaube, wir behalten noch ein paar für uns selber. 5 Stück packen wir jetzt da rein. Dann kann er loslegen. So, Leute, ich hoffe, ihr konntet einen Nutzen aus diesem Video ziehen. Es hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder ich irgendwas missverständlich oder schlecht erklärt habe, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich werde die gerne beantworten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ich neue Videos hochlade und ihr seid wieder direkt mit dabei. Also ihr verpasst kein Video mehr. So ein Abonnement kostet nichts. Ihr habt halt nur einen Nutzen davon. Also solltet ihr das tun. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal in die Mine gehen und werden da ein bisschen Erz schürfen und so weiter, damit wir mal bessere Werkzeuge bekommen und bessere Waffen bekommen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und sage Adios, amigos!